In diesem Film wollen wir uns mit dem preußischen inneren Festungsring der Stadt Köln beschäftigen. Wir haben bereits mit unseren Filmen zur mittelalterlichen Stadtmauer und zur römischen Stadtmauer Filme zur historischen Befestigung der Stadt Köln gemacht. Jedoch war mit der Fertigstellung der mittelalterlichen Mauer im Jahr 1259 dieses Thema damit natürlich nicht bis in die Neuzeit abgeschlossen. Spätestens mit dem Einmarsch der französischen Truppen in Köln im Oktober 1794 war klar, dass die alte Stadtbefestigung im Ernstfall keinen großen Schutz mehr bot. Köln hatte Glück gehabt, dass sich nach ersten Gefechten westlich von Köln die kaiserlich-österreichischen Truppen, die in Köln lagen, über den Rhein nach Osten zurückgezogen hatten. Die Bürger entschieden sich daraufhin, die Stadt kampflos den Franzosen zu übergeben. Ein Beschuss mit Kanonen hätte die Befestigung letztlich auch nicht standgehalten. Vor der Stadt lagen 12.000 Franzosen und die Stadt war nicht mit Festungen ausgestattet, wie sie nach dem Vorherrschen von Schusswaffen im 18. Jahrhundert Stand der Technik waren. Die Stadt wurde schließlich fast 20 Jahre später, im Januar 1814, durch preußische Truppen befreit. Wiederum kampflos, da die letzten Franzosen Köln verließen und am Tag darauf preußische und russische Truppen nachrückten. Köln fiel kurz danach auf dem Wiener Kongress auch politisch an Preußen. Im März 1815 bestimmte König Friedrich Wilhelm III., dass die Rheinlinie durch Forts verstärkt werden sollte. Damit sollte auch Köln zu einer Festung ersten Ranges ausgebaut werden. Im Jahr 1816 begann man daher mit dem Bau von 11 modernen Forts und 7 Lünetten rund um die Stadt, dem sogenannten inneren Festungsring. Lünetten sind dabei kleine Festungsbauten, die fast halbmondartig gebaut sind. Daher die Ableitung vom französischen Mond Lune. Um den Geschichtsteil an dieser Stelle gleich abzuschließen, 1919, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, musste Deutschland aufgrund des Vertrages von Versailles sämtliche Befestigungsanlagen auf beiden Seiten des Rheins in Köln abreißen. Dass heute noch einige Festungsanlagen erhalten sind, ist dem damaligen Kölner Oberbürgermeister und späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer zu verdanken. Er erreichte bei den englischen Besatzern, dass nicht alle Anlagen abgerissen werden mussten und das Umfeld in Parkanlagen umgewandelt werden durfte. So entstand der Kölner Grüngürtel. Übrig geblieben sind im inneren Festungsring 4 Forts und die Basis eines Magazingebäudes einer Lünette, so dass dieser Film nicht nur abstrakt etwas zur Geschichte erzählen kann, sondern wir uns auch einige Festungsanlagen ansehen können. Und zwar die Forts 1, 4, 5 und 10. Man begann beim Bau der Forts mit den geraden Nummern, sodass die heute noch existierenden Forts 4 und 10 zur ersten Bauphase gehörten. Da Fort 10 tatsächlich mit Fort 2 die Erstbauten waren, beginnen wir auch hier unsere Tour. Nicht wundern also, trotz der hohen Nummer macht es Sinn, hier zu beginnen. Fort 10 liegt im Norden, heute zwischen der inneren Kanalstraße und dem Neusser Wall und lag etwa 900 Meter vor der mittelalterlichen Stadtmauer. Ebenfalls rund 900 Meter westlich liegt heute die Zoobrücke. Zusätzlich zur Nummerierung wurde es, wie viele der Forts, nach einem Adligen benannt, nach Prinz Wilhelm von Preußen, dem zweitgeborenen Sohn von König Friedrich Wilhelm III.
Bezeichnung und Lage sind auch hier in dieser preußischen Karte von 1845 zu sehen. Prinz Wilhelm wurde später zunächst 1861 König und 1871 schließlich zum ersten deutschen Kaiser gekrönt. Die gesamte Fortanlage hatte etwa eine Breite von 220 Metern und eine Tiefe von 140 Metern. Wir reden also von einer Fläche von gut 4 Fußballfeldern, auch wenn das Fort nicht rechtwinklig war, sondern die Form einer Pfeilspitze hatte, wobei die Spitze fast exakt nach Norden zeigt. Das Fort ist heute in eine Parkanlage umgewidmet worden, mit einem Rosengarten. Spielplätzen und im Umfeld stark bewaldet. Das war früher anders, denn man wollte mögliche Feinde kommen sehen und freie Sicht und Schussbahn haben. Wir haben die Fortanlage einmal in einem 3D-Modell nachgebildet, um die verschiedenen Eigenschaften des Forts besser darstellen zu können. Begibt man sich einmal auf die Sichthöhe möglicher Angreifer, so fällt auf, dass die mächtige Fortanlage aus der Entfernung kaum zu sehen war, da sie nicht wie frühere Burgen oder Stadtmauern in die Höhe gebaut ist, sondern aus Gräben und Erdhügeln bestand, die vor den eigentlich gemauerten Befestigungen liegen. Dies hatte den Grund, dass Kanonen Anfang des 19. Jahrhunderts zwar effektiv gegen Mauern waren, jedoch immer noch wenig effektiv gegen Erdwälle. Und so hatte sich die Festungsbauart seit dem 16. Jahrhundert verändert. Erde gewann als Baustoff an Bedeutung, da sie den Impuls der Kanonenkugel abdämpfte und verteilte. Insgesamt spielte dabei das Grabensystem, die Mauern und Böschungen und die verschiedenen Ebenen des Forts eine wichtige Rolle. Sich nähernde Feinde mussten bei Tag gesehen werden und konnten an jedem Punkt unter Feuer genommen werden. Dem Angreifer wurde, wenn er nicht vorinformiert war, erst kurz vor Erreichen des Grabens klar, welcher Art die Festungsanlage war. Der Graben war zwar trocken, aber von hohen Mauern in beiden Richtungen umgeben, so dass, wer sich dort hineinwagte, auch kaum wieder herauskam. Durch die Schießscharten in den Mauern war der Feind dort leicht zu bekämpfen und das sogar von beiden Seiten, da in den feldseitigen Erdwällen ebenfalls Bunker mit Schießscharten integriert waren. Außerdem ergänzten sich die Forts so, dass ein Angreifer immer gegen mehrere Forts kämpfen musste. Das nächste Fort lag maximal 700 Meter entfernt. Die Stützbögen in den Mauern wurden aus statischen Gründen integriert. Sollte die Mauer doch einmal einen schwer zu erzielenden Treffer erhalten, wäre der darüberliegende Teil nicht eingestürzt und der wesentliche Teil der Verteidigung durch die Mauer erhalten geblieben. Mit der Erfindung größerer Geschütze wurde aus größerer Entfernung ein direkter Beschuss der Stadt möglich. Daher begann man ab 1873 den äußeren, vorgelagerten Festungsring zu bauen. So verlor der innere Festungsring seine Bedeutung. Doch zurück zum inneren Festungsring und zum Fort 10. Im Zentrum des Forts befindet sich der Kern des Forts, das sogenannte Reduit oder Reduit, wie es wohl ein Franzose aussprechen würde. Es ist wie ein breites Hufeisen gebaut, das nach innen versetzte Fortsätze hat, sogenannte Traditoren, aus dem Lateinischen für Verräter. Diese werden so genannt, da es verdeckte und vom Angreifer nicht sofort erkennbare Anlagen sind, die erst beim Umlaufen des Forts sichtbar werden. Das Reduit ist in Richtung der Stadt geöffnet. Das ursprünglich stadtwärts gerichtete Tor hatte zusätzlich zur Verteidigung eine Zugbrücke und damit auch in dieser Richtung einen Graben zur Verteidigung. Das Reduit selber ist der höchste Teil des Forts, besitzt 2 hohe Etagen und war zugleich Unterkunft und verstärkter Rückzugsort für die Soldaten, falls die vorderen Verteidigungswälle
des Forts überwunden werden sollten. Die feldseitige Mauerdicke des Réduit beträgt etwa 1,90 Meter, trotz der feldseitigen Wälle, die einen direkten Beschuss fast unmöglich machten. Links außerhalb neben dem Réduit befindet sich ein weiteres Tor, das sogenannte Envelopentor. Die Schreibweise irritiert in zweierlei Hinsicht. Zum einen fällt sofort das H im Tor auf. Es war die übliche Schreibweise im 19. Jahrhundert. Zum anderen, dass statt eines Vs ein Y im Wort Envelopen genutzt wird. Das Tor heißt so, weil es in den Gang zwischen dem Réduit und der äußeren Umwallung der Enveloppe führt, den Envelopengraben. Die Enveloppe liegt wie ein Umschlag um das Réduit, im Französischen daher Enveloppe. Auch dieses Tor besaß eine Zugbrücke. Da es noch das Originaltor ist, sind rechts und links noch die Öffnungen für die Ketten zu sehen, an denen die Brücke hing. Hier ist ein Bild des Fort C in Minden, bei dem man eine solche Zugbrücke noch intakt sehen kann. Hinter dem Tor liegen zu beiden Seiten die hohen Mauern von Réduit und Enveloppe. Im Verlauf des Envelopengrabens beginnt eine Rampe in Serpentinen auf die Enveloppe zu führen. Schließlich mussten ja auch Geschütze auf den Wallgang in die Geschützstellungen gebracht und ausgetauscht werden können. Seitlich führen Gänge in den Wall, um die Hohlbauten mit den Schießscharten rund um den Graben erreichen zu können. Heute ist der obere Teil der Enveloppe weitgehend geebnet und wie bereits erwähnt zu einem wunderschönen Rosengarten umgewandelt worden. Er beherbergt über 70 Rosenarten und wurde ursprünglich bereits 1919 angelegt. Seitlich liegen zwei Platanenalleen, die zum Spazieren einladen, und etliche Bänke laden dazu ein, zu verweilen und den Blick über die Rosen schweifen zu lassen. An der Spitze des Rosengartens befindet sich ein Pavillon, der auch bereits in der Ursprungsanlage des Gartens existierte. Er wird seit gut einem Jahrhundert als Fotohintergrund für Gruppenfotos genutzt. Hier oben auf der Enveloppe waren Geschütze positioniert. Etwas zurückgesetzt hinter einem Wall, der heute nicht mehr existiert, und durch weitere seitliche Wälle, sogenannte Traversen, getrennt, konnte auf herannahende Feinde aus erhöhter Position gefeuert werden. Mittig im Envelopengraben, etwa auf halber Höhe der Rampen, befindet sich eine weitere Tür mit Gang durch den Wall und führt zu dessen Spitze. Hier befand sich eine Haubitzenbatterie, weshalb die Mauern hier im Graben erhöht sind. Haubitzen sind Kanonen, die in einem weiten Winkelbereich feuern können, also auch über Mauern oder Wälle hinweg. Sie konnten daher den Feind unter Beschuss nehmen und dabei selber geschützt hinter den Fortmauern liegen. Das Fort ist das besterhaltene Fort des inneren Festungsrings in Köln. Man kann hier einen guten Eindruck gewinnen, wie die Struktur dieser Forts war, und gerade oben am Rand des Envelopengrabens ist es noch einmal beeindruckend zu sehen, wie hoch und massiv die Envelopenumwallung ist. Mit seinem Rosengarten ist das Fort auf jeden Fall einen Besuch wert, und wir können es jedem im Kölner Umfeld empfehlen, dem Fort einmal einen Besuch abzustatten. Da die Besuche der weiteren Forts hier für manchen den Rahmen sprengen würden, haben wir uns überlegt, diese in einen zweiten Teil des inneren Festungsrings zu packen. Wem die Erläuterungen und Bilder zum Kölner preußischen inneren Festungsring also bis hierher gefallen haben, der kann sich auf einen zweiten Teil in den nächsten Wochen freuen.